Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Unsere Themen heute: Corona, Großkaserne in Villach und Olympia 2034. Wie die Bundesregierung mitgeteilt hat, sollen mit Anfang März die allermeisten Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. So entfällt mit 5. März die aktuell gültige Sperrstunde in der Gastronomie. Im Handel wie in der Hotellerie wird es keine Zutrittsregeln mehr geben. Ein grüner Pass ist in diesen Bereichen dann nicht mehr notwendig. Auch Veranstaltungen können ab dem 5. März wieder uneingeschränkt stattfinden. Nur in Alters- und Pflegeheimen gilt weiterhin 2G+. Hier muss man also genesen oder geimpft sein, sowie einen negativen PCR-Test vorweisen können. Konkrete Formen nimmt das Projekt einer Großkaserne in Villach an. Gemeinsam mit Bundesministerin Claudia Tanner präsentierten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber den Siegerentwurf des Architekten Reinhold Wetschko. In das Projekt Hänsel-Kaserne neu im Stadtteil Obere Fellach werden 120 Millionen Euro investiert. Im Rahmen der Präsentation erhielt Militärkommandant Walter Gitzstahler das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Drei Regionen, ein Gedanke. Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien planen eine Bewerbung für die Austragung der Winterspiele 2034. Das kündigte Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser kürzlich an. Dabei sollen nachhaltige Investitionen im Vordergrund stehen und mit bereits bestehender Infrastruktur sanfte Spiele ermöglicht werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.